Herzlich willkommen zu den Neuerungen von Autodesk Civil 3D 2023. Ich bin Christopher Antonowitsch, Application Engineer der Contelos GmbH im Bereich Architektur, Bauwesen und Konstruktion. Und ich möchte mit Ihnen heute die Neuerungen von Civil 23 einmal durchgehen. Wir haben neue Funktionen, die wir uns einmal angucken möchten. Dazu gehört das Grading Optimization, Project Explorer. Und wir gucken uns nochmal genauer die Zielzuweisung im 3D-Profilkörper an. All das sind keine neuen Funktionen, aber sie beinhalten Neuerungen in Sicht. Außerdem schauen wir uns nachher nochmal Wissenswertes über die Leistungsverbesserung in Civil 3D 2023 an. So, zuallererst die neuen Funktionen, darunter das Grading Optimization, der Project Explorer und die Zielzuweisung im 3D-Profilkörper. Vorangegangen sei gesagt, dass Grading Optimization und der Project Explorer nur beim Erwerb der AEC Collection mit in dem Civil installiert werden können. Somit gucken wir uns das aber erst einmal im Programm an. Wir haben hier ein kleines Beispiel DGM und hier haben wir ein wenig Vorarbeit geleistet. Also, zuerst sehen wir dort die Grading Optimization. Das ist allerdings ein Irrläufer, denn die eigentliche Funktion findet sich unter Analysieren. Also bitte auf Analysieren klicken und dort ganz rechts finden sich dann die Grading Optimization. Bevor wir allerdings damit loslegen, ein Hinweis auf das Hilfecenter. Denn hier wird einem ganz klar dargeboten, welchen Ablauf wir bei der Grading Optimization erstellen müssen. Ganz wichtig ist, dass wir uns mit den Verschneidungsobjekten auseinandersetzen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal vorbereitet und die gucken wir uns gleich zusammen mal an. Dafür gehen wir in den Grading Optimization einmal auf die Liste der Toolpaletten und wir sehen, dass es schon verschiedene Verschneidungsobjekte gibt, die wir zuweisen können. Einige davon, zum Beispiel die Gebäudesohle. Wir haben jetzt hier in diesem Bereich das Becken und wir haben die Verschneidungsgrenze, die wir hier festlegen können. Da das schon passiert ist, können wir uns die in einem anderen Ordner anschauen. Das sind die Objekte, die wir schon zugewiesen haben. Unter anderem das Becken und die Verschneidungsgrenze. Die schauen wir uns einmal in der Zeichnung an. Die werden auch hier einmal dargestellt. Dort können wir dann auch die entsprechenden Parameter einstellen. Wichtig ist, dass diese vorher einmal eingestellt werden. Denn jetzt, wenn wir die Verschneidungsobjekte haben, können wir unser DGM anhand dieser Objekte optimieren. Dafür gehen wir in ein neues Fenster hinein. Das heißt, wir klicken einmal auf Optimieren und eröffnet uns das Grading Optimization Fenster. Man sieht, das ist ähnlich aufgebaut wie der Object Viewer. Man sieht jetzt aber in verschiedenen Farbbereichen einerseits das Becken und natürlich die Verschneidungsgrenze, die wir dort mit drin haben. Das Wichtige hierbei ist natürlich, dass man bei der Grading Optimization erst einmal nur in diesem Fenster arbeitet. Das heißt, wenn wir das aktivieren, können wir hier unter verschiedenen Stilen uns anschauen, wie er arbeitet. Wir sehen verschiedene Analysewerkzeuge, die wir hier mit einbringen können. Und was wir außerdem noch mit angezeigt bekommen, ist, wenn er arbeitet, wie weit er arbeitet und inwiefern er mit gewissen Massen arbeitet. Bis er dann soweit ist, wird er hier an der Grading Optimization arbeiten. Nun sehen wir, dass er das soweit abgeschlossen hat. Und können jetzt unsere Optimisierung entsprechend in das neue Civil 2023 hineinladen, wenn wir das gerne möchten. So, dafür gibt es auf jeden Fall erst einmal ein neues DGM. Das bedeutet, das können wir mit einem neuen Namen entsprechend mit einbringen. In diesem Falle ist es das Becken, das wir anhand dieses DGMs erstellt haben. Und über Beenden holen wir das jetzt in unsere Zeichnung wieder mit hinein. Man sieht also, wenn wir uns das im Object Viewer einmal anschauen, dass wir jetzt die Grading Optimization vollständig hiermit eingebracht haben. Er hat ein neues DGM erstellt, wo er diese Optimisierung anhand unserer Parameter mit der Verschneidungszone und natürlich des Beckens hiermit eingestellt hat. An sich ein tolles Tool, gerade weil es auch gut wirkt. Man sieht dort entsprechend das Becken, das er jetzt zusätzlich erstellt hat. Damit wir dort einmal weiterarbeiten können, werde ich das einmal ganz kurz über den Umring verstecken.
sodass wir weiterhin erstmal unser normales DGM sehen. Als nächstes möchte ich ganz gern wieder auf den Project Explorer gehen. Auch der ist hier zu finden, aber über den Klickbefehl auch direkt mit anzuwenden. Hier nochmal die Erinnerung, dass der Project Explorer und die Grading Optimization nur über die AEC Collection erworben werden können. Der Project Explorer ist eine Gesamtübersicht aller Civil-Elemente, die wir haben. Das bedeutet, wir sehen hier im kleinsten Detail jedes Element, das sich in unserer Civil-Zeichnung befindet. Nicht nur das, denn wir können anhand des Project Explorers auch direkt zu den Objekten wechseln, wie gerade angezeigt wird. Und was wir auch machen können, ist, dass wir hier direkt eine Veränderung mit eingeben, wenn wir zum Beispiel in diesem Fall einen Querschnittsbestandteil ändern möchten. Ansonsten bietet er natürlich eine generelle Übersicht. Als nächstes möchte ich mit Ihnen ganz gerne über die Zielzuweisung im 3D-Profilkörper sprechen. Wir haben hier schon mal was vorbereitet und wie man sieht, haben wir hier über eine gewisse Strecke eine Straße erstellt und haben jetzt eine gewisse Aufweitung, die wir planen möchten. Wie bringen wir diese Aufweitung jetzt zu unserem 3D-Profilkörper? Zuallererst müssen wir dafür sorgen, dass wir entsprechend die Ziele bearbeiten, wenn wir ihn angeklickt haben. Dazu fragt er natürlich, weil mehrere DGMs in der Zeichnung vorhanden sind, welches DGM entsprechend genutzt werden soll. Und jetzt kommen wir direkt in das Fenster Anschluss zuweisen. Wichtig dabei ist, dass wir die richtige Breite nehmen. Das bedeutet, wir haben verschiedene Elemente innerhalb unserer Zeichnung. Also wir haben den Fahrstreifen. Und in diesem speziellen Fall gehen wir noch einmal zurück dort hinein und wir sehen schon der Fahrstreifen auf der rechten Seite. Dort möchten wir ihn über die sogenannte Breite steuern. Klicken wir da einmal rein und dann bekommen wir im unteren Fenster eine Option, ob wir entweder Zielachsen oder Haltung und Elementkanten, Polylinien oder Vermessungslinienzüge auswählen möchten. In unserem Fall wissen wir nicht ganz genau, was wir haben. Deswegen klicken wir einmal aus der Zeichnung auswählen, nehmen dieses Objekt einmal an und er wird automatisch dieses Objekt anwählen. Man sieht jetzt, dass er dort die Polylinie gewählt hat. Ganz wichtig, bevor wir die Zuweisung starten, ist noch, dass wir gerade, wenn wir mit mehreren Versätzen arbeiten, immer auf diese Option achten, dass wir den entferntesten Versatz zielen. Wenn das soweit eingestellt ist, können wir auf Anwenden klicken. Er erstellt den 3D-Profilkörper neu und jetzt kommt noch eine Fehlermeldung, die werden wir uns aber gleich einmal antun. Und jetzt sehen wir aber schon, dass er den 3D-Profilkörper anhand der Veränderung, die wir ihm mitgegeben haben, der Zielzuweisung verändert hat. Was jetzt noch fehlt, ist die Zielzuweisung als Vergleich zum DGM, zum Ursprungsgelände. Das heißt, wir wandern einmal zurück in unsere Zielzuweisung, schauen uns einmal an, wie wir unseren 3D-Profilkörper entsprechend verändern können und gehen jetzt auf das DGM. Das ist nämlich der Anschluss, den wir uns jetzt entsprechend aussuchen. Und hier kommt jetzt die neue Funktion in 23 zum Tragen. Man muss nicht mehr alle einzeln zuweisen, sondern kann jetzt ein DGM für alle Ziele auswählen. Das ist der neue Button, den wir in 23 entdeckt haben. So, den einmal die Urgelände ausgeklickt und wir sehen jetzt an der rechten Seite, dass das Ziel überall als Urgelände festgelegt ist. Nachdem das passiert ist, werden wir einmal anwenden gehen und wir sehen im Hintergrund, dass er jetzt entsprechend die Verschneidung zum DGM direkt mit eingebracht hat. Also die Verbindung zum Urgelände von dem 3D-Profilkörper aus. Somit haben wir die Funktion der Zielzuweisung im 3D-Profilkörper einmal nochmal näher betrachtet. Nichts Neues für all die, die mit Civil schon gearbeitet haben. Aber der Button der Zielzuweisung mit dem DGM, dass alle auf ein Ziel-DGM zugewiesen werden können, ist neu. Und damit kommen wir auch schon zu den neuen Wissenswerten, Leistungsverbesserungen im Civil 3D. Wir haben jetzt eine neue Ergebnisanzeige, eine verbesserte Koordinatenpunkterstellung damit. Und es sollen außerdem Querprofilplan und Querprofillinienverarbeitungen sollen viel schneller vonstatten gehen. Das ermöglicht uns natürlich größere Zeichnungen. Und mit dem übergreifenden 3D-Grafiksystem können wir natürlich jetzt auch wieder in den entsprechenden Stilen schattiert oder schattiert mit Kanten. Natürlich in diesem Beispiel ein AutoCAD-Beispiel, aber das ist die gleiche Engine, die sich im Civil befindet. Auch größere und kompliziertere Verschneidungselemente oder auch allgemein Civil-Elemente darstellen. Somit war es das für die Neuerung von Civil 2023. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.
Bye.